Wie die Sahne auf den Kuchen kommt hier der Zement aufs Fundament. Vor gerade mal 2 Wochen ist das Gebäude in Druck gegangen. Nun steht bereits das Erdgeschoss. Dass das Haus so schnell aus der Düse gepresst wird, fasziniert auch Bauherr Waldemar Korte. Für mich als Planer ist wirklich das Größte, hier zu stehen, bevor der Druck überhaupt anfängt, auf einer Sohle, wo noch gar nichts steht, und den Drucker anlaufen zu sehen und zu sehen, wie sich einfach ein Grundriss generiert, wie von Hexenhand. Also es ist einfach toll, dass man das, was man geplant hat, praktisch im Zeitraffer hier entstehen sieht. Und so soll das Haus aus dem 3D-Drucker im März aussehen. 2 Stockwerke und 160 Quadratmeter Wohnfläche. Über den Kaufpreis will heute niemand reden, aber im Ausland gibt es vergleichbare Häuser schon ab 180.000 Euro. Eine Neuheit, die auch Bauministerin Ina Scharrenbach fasziniert. So könne der Fachkräftemangel aufgefangen werden. Das Land fördert das deutschlandweite Pilotprojekt mit knapp 200.000 Euro. Sie bekommen ganz neue Formen im Bau. Das ist ja das Spannende. Letztendlich auch für die städtebauliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen, aber auch in der gesamten Bundesrepublik. Und Sie können eben viel von vornherein mitdenken, auch weil Sie digital planen, was häufig heute noch in Kinderschuhen ist. Und deshalb ist hier an dieser Stelle ganz viel richtig gemacht worden. Im Computer wird das Modell erstellt und an den Drucker gesendet. Der spritzt die Betonmischung in 2 cm dicken Lagen übereinander, wie bei einer Schichttorte. Am Ende soll das Druckhaus genauso stabil wie jedes andere Gebäude sein. Ich meine, das Material Beton oder Betonmörtel kennt jeder. Das heißt, damit verbinden wir Wertigkeit, Qualität, Tragfähigkeit. Und im Grunde genommen bauen wir die Wände von der Stärke her genauso auf wie eben herkömmliche Wände. Nur das Verfahren ist eben ganz anderes. Das 3D-Druckhaus wird die ersten 1,5 Jahre als Musterhaus dienen, bevor hier Bewohner einziehen. Ringsherum sollen dann weitere Betonhäuser folgen, die druckfertig übergeben werden.